Hallo, ich melde mich mal wieder aus dem Body-Business. Heute habe ich ein Workout für alle Schreibtischtäter mitgebracht. Seid ihr gerade im Homeoffice? Sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch? Dann habe ich das Workout für euch. Als erstes macht ihr ein bisschen Platz und steh auf. Streck dich, mach dich groß. Sitzen ist nicht gesund. Wir starten unser kleines Workout mit Kniebeugen. Dafür brauchst du ein bisschen mehr Platz. Stell die Füße etwas weiter als hüftbreit. Spann den Bauch an, Schultern zurück und tief. Wir machen Kniebeugen. Der Po geht nach hinten, als wolltest du dich wieder auf deinen Stuhl setzen, hältst aber kurz vorher an und kommst wieder hoch. Setz dich zurück und komm wieder hoch. Weit zurück und hoch. Bauch bleibt angespannt. Für unsere Fortgeschrittenen, nimm die Kaffeetasse in die Hand, streck sie vor dir aus. Aber Vorsicht, nicht schlabbern, sonst wird es teuer. Wie gesagt, 10 Wiederholungen für jede Übung reichen für unser Mini-Workout. Und Christoph, habe ich schon 10? Könnte passen. Könnte passen. Gut, dann nehmen wir noch gleich die nächste Übung. Liegestütz. Besonders beliebt. Ich stelle den Stuhl noch ein Stückchen zurück. Ein klitzekleines bisschen mehr. Hände gehen ungefähr schulterbreit auf die Tischplatte, die Füße ein Stückchen zurück. Spann den Po an, Bauch fest, Schultern weg von den Ohren. Und jetzt machen wir Liegestütz. Geh tief, komm wieder hoch. Geh tief, komm hoch. Der Bauch bleibt fest, du machst ein Doppelkinn. Geh in einer Linie, tief und hoch. Ja, bleib mit den Schultern über den Händen und drück dich fest. Aus der Tischplatte weg. Zack. Ich glaube, auch hier haben wir wieder 10 Stück. Los, reicht. Einmal kurz auslockern. Dreh dich um. Jetzt kommen die Dips. Die Arme sind. Greif wieder schulterbreit. Nimm die Füße ein Stückchen vor. Du kannst die Knie gebeugt lassen. Ellbogen nach hinten. Der Po bleibt nah an der Tischkante. Und jetzt geh tief und wieder hoch. Dabei ist das Gewicht auf den Armen. Ellbogen zeigen nach hinten. 4 Stück haben wir. Glaube ich. 5. Jawohl. Je tiefer du kommst, desto mehr Input hast du für deinen Trizeps. Du kannst auch die Beine strecken, dann wird es schwerer. Und ich glaube, das waren die letzten. Wieder auslockern. Gut, geht's weiter? Ab unter den Tisch. Was? Ja, mach dir ein bisschen Platz. Kabelsalat zur Seite. Greif ungefähr schulterbreit. Bring auch hier wieder die Schultern weg von den Ohren und mach ein Doppelkinn. Jetzt ziehen wir uns zum Tisch ran und wieder weg. Zieh ran und wegschieben. Ja, je länger du dich nach hinten ausstrecken kannst, desto mehr Input hast du dafür. Zack. Und wieder tief. Doppelkinn, Bauch fest, 3 Stück noch. Atmen natürlich auch nicht vergessen. Und den letzten, der ist besonders schön. So, haben wir das auch schon geschafft. Und der Tisch ist unten drunter auch wieder sauber. Komm wieder raus, gegrabbelt, auslockern. Was fehlt uns noch? Der Bauch. Ha, meine Lieblingsübung zum Schluss. Setz dich auf deinen Stuhl. Schon mal gut, ne? Aber nicht nach hinten ganz gemütlich, sondern hier vorne auf die Kante. Lehn dich ein bisschen zurück, als wolltest du dich anlehnen, tust es aber nicht. Bauchnabel bleibt drin. Zieh dein Schambein zu den Schultern tief. Wenn du musst, halte dich fest. Ein Bein, zweites Bein hoch. Anspannen. Wenn du merkst, das ist aber anstrengend, dann halte die Übung so, 10 Sekunden, oder du machst es etwas schwieriger und streckst ein Bein vor, zurück, anderes Bein vor, zurück, zweite Seite vor, zurück, und vor, zurück. Ganz wichtig, bleib hier fest angespannt, ja, nicht, dass die Bewegung in den Rücken geht, wir wollen den Bauch trainieren. Schuh, wie viel haben wir? 5, ne? Ich glaube, die Hälfte haben wir geschafft. Aber wir wollen ja 10 auf jeder Seite.
Deswegen machen wir das glatt. Noch ein paar Mal mehr. Atmen mit Lächeln dabei. Gleich schon geschafft. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Ich glaube, ich mache noch einen mehr, weil es so schön war. Und dann halten wir uns wieder fest. Füße abstellen. Zack, zack. Geschafft. Einmal noch auslockern. Schultern kreisen. Und dann geht's weiter. Viel Spaß mit dem Workout. Bleibt gesund. Bis bald.